bescheuert aus. Hallo YouTube, na? Wie geht's? Wir sehen einfach so dämlich aus. Oh Gott. Ziemlich hässliche Mütze hast du da an. So, ja, ja, ach, ach. Sind wir eigentlich Zwillinge von verschiedenen Vätern? Irgendwie, ne? Ich glaube, irgendwie. Ja, das kann schon sein, klar. Viel, viel Ähnliches. Man weiß gar nicht, wen ich gerade zeige. So, meine, ja. Das ist erst 2 Tage her, ne? Aber was haben wir denn gemacht? Das letzte Mal. Ich weiß schon gar nicht, was oder was wollten wir machen? Wir wollten einen Swimmingpool bauen. Nee, wir wollten eine Schmiede bauen. Wir wollten ein geiles Haus bauen. Hier neben deinem Bett steht ein prächtiger, muskulöser Mann. Nein. Heute schlafe ich hier drüben. Nein, du hast letztes Mal da schon da geschlafen. Weißt du was? Geh spielen, ich leg mich die ganze Zeit hier hin. Nein, Tobi, einfach nein. Oh, es riecht nach feuchtem Leder, Alter. Ah. Es, mach jetzt Kacke in dein Bett. Es riecht wie so ein Plastiksofa im Sommer einfach. Oder im Sommer, wenn du auf einem Lederstuhl ohne Unterlage sitzt. Oh ja, und dann den Rücken, aber so, wie so Klettverschluss. Ja, wenn du aufstehst. Ja, wir müssen in den Elixierbrunnen tauchen, aber wir wollten, glaube ich, ein bisschen rumlaufen, leveln, looten und so, damit wir überhaupt in den Elixierbrunnen kommen, ne? Um den zu säubern, stimmt. Wenn ich das richtig sehe. Stimmt. Ah, warte mal, stimmt. Es schreibt auch gerade jemand hier rein. Ich habe hier vorne letztes Mal eine Höhle gefunden. Komm mal mit. Lass da mal als erstes reingehen. Meine HP sind gerade so niedrig. Warum? Ja, ist egal, komm. Und ich wollte was zu essen machen. Okay. Warte, das war hier vorne. Wo bin ich denn lang gelaufen? Das muss hier irgendwo gewesen sein. Vorsicht, ein Wolf, Turbinator! Ich rette dich. Was? Nein! Oh, das war knapp. Geil. Haben wir Inventar ausgeräumt? Ja, ne? Ja, okay. Ja. Ist gleich wieder voll. Oh. Sag mal, wo war denn das? Ah, hier, hallo. Oh, ist das die Höhle? Nee, eigentlich nicht, aber die Köpfe. Shit. Oh, Vorsicht, du bist gleich tot. Ja. Puh. Geil. So. Aber direkt vorangestürmt. Ich dachte, da gibt's Loot. Bin direkt reingelaufen. Weg mit denen. Hier wohnen die? Cool. Toll, Erik, du hast es kaputt gemacht. Entschuldigung. Mein Bauch ist aus der Hose geplatzt. Warte mal, die Dinger können wir noch abbauen hier. Da kriegt man, auch Metall manchmal. Ah, du willst wieder. Okay, warte mal. Achso, ich bin immer wieder. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich bin die ganze Zeit im anderen Spiel. So, da ist kein Metall. So. Warte mal, wo war denn jetzt diese Höhle? War die. Ich glaube, die war weiter hier oben. Ich folge. Habe ich einen Heiltrank? Warte mal ganz kurz. Oder ist das doch die Höhle? Ich habe, glaube ich, einen dabei. Warte mal. Ja, aber ich habe auch einen. Alles gut. Ja? Okay. Ja. Ah, viel besser. Ah, okay. Ja, okay, dann war das doch die Höhle, wo wir gerade waren. Du konntest ja einfach runterspringen. Ach so. Okay. Ja, okay, war jetzt nicht so spannend. Aber hier oben ist auch schön. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht wirklich spannend. Ich puller Tobi auf den Kopf. Es fängt an zu regnen. Wer sollte nach Hause gehen? Klar. Oh. Huch. Welchem Spiel konnte man nochmal kacken? War das Ark? Ja, ne? Ja, bei Ark hat man immer so einen Klumpen verloren, ne? Ja, Ich glaube, ja. Stimmt, Scum kommt man ja auch irgendwie. Da kommt man kacken, Pipi, Kotzen, alles, ne? Scum ist nicht sogar so, dass du, je nachdem, was du gegessen hast, mehr und weniger geschissen hast? Ja. Scum war da sehr genau. Crazy. Jemand steht. Boah, Alter. Was machst du denn schon wieder? Da ist ein Wolf hinter dem Baum versteckt. Was machst du denn nur schon wieder? Oh, ich bin aufgestiegen. Hä? Ohne mich? Tobi, frech. Hä, du bist vorhin auch alleine aufgestiegen. Habe ich schon gesagt, krieg. Dein Chat ist aber so eine Petze. Das war aus Versehen, weil ich bin rumgelaufen und habe mich gelangweilt, weil du nicht einloggen konntest. Dein Chat ist so eine Petze, ne? Heilige. Herr Lehrer, der Erik ist aufgestiegen. Das ist dein Chat, Tobi. Was ist da los? So. Haben wir eigentlich
Ja, wir sollten die Kisten sortieren irgendwie, ne? Das wollten wir machen. Ich glaube, wir wollten ein bisschen... Wollten wir auch umbauen hier irgendwie? War mir nicht so? Ich glaube, wir wollten eine richtige Schmiede und sowas bauen, ne? Und wollten aber gleichzeitig auch looten gehen. Schwierig. Warte mal kurz. Ich muss mal eben hier was testen. Und zwar... Nee, das war... Ich muss wieder ins Bausystem ein bisschen reinkommen. Guten Tag. Oh, ich habe keine Steine mehr. Ups. Tobi, wie kann ich keine Steine mehr haben? Wie ist das möglich? Ich glaube, wir haben aber noch, oder? Haben wir nicht gesammelt letztes Mal? Sonst gehe ich gleich los. Oh. Nice, Erik. Wer hat denn dieses Loch? Eine Grube gräbt. Wer hat denn dieses Loch hier hingebaut? Was ist das denn? Das ist gefährlich. So. Ich glaube, in der ersten Kiste, ganz vorne in der ersten Kiste, sind noch Steine. Ja, gut. Wir werden die Steine eh alle brauchen. Wir werden die eh alle brauchen, Tobi. Ist mal ganz Hand aufs Herz. Die werden alle noch benutzt. Natürlich. So. Natürlich. So. Okay. Ich hatte vor, ich wollte das Haus ein bisschen vergrößern, weil ich habe das Gefühl, wir werden nicht genug Platz haben für alles, was wir machen wollen. Entweder werden wir zweistöckig oder wir bauen um die Flamme rum quasi. Verstehst du? Boah, so ein Innenhof, das wäre geil. Ja, genau. Das war so ein bisschen der Plan. Ja, voll geil. Vielleicht kann man auch Deko machen oder so, keine Ahnung. So. Hier. Und natürlich können wir auch den Keller hier, das können wir natürlich auch benutzen. Theoretisch könnten wir... Gibt es hier ein Physiksystem? Nee, die Häuser fliegen ja, wenn wir unten was abbauen. Wir haben es schon probiert. Das heißt, wir könnten theoretisch den Keller komplett unter das Haus bauen. Wäre schon cool. Das würde gehen. Wenn wir das wollten, könnten wir es tun. So, warte, ich muss eben nochmal schnell links. Wieso bist du auf einmal lauter geworden? Tobias, ich bin mal lauter, mal leiser. Hä? Lol. So. So. Dann einmal kurz wieder hier und einmal wieder da und einmal wieder. Hopp. 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 Jetzt könnte ich hier quasi rein. Da muss ich das Fenster mal neu machen. So. Tobi muss schaufeln wie in 7 Days. Was? In 7 Days, der Tobi hat immer die geile Action gehabt und ich musste mal zu Hause bauen. Und dann hieß immer, zu Hause bauen. Und dann hieß immer der arme Tobi, oh, der darf nie bauen. Aber der fährt die ganze Zeit rum, hat die Abwechslung auf seinem Channel, weißt du? Oh, der arme Tobi, oh. Der darf nur die guten Sachen zeigen, nicht die Scheiße immer. Wie man 10 Stunden lang eine Wand baut. Oh, das würde also mir gut gefallen beim Tobi. Für die Views hat sich's maximal gelohnt. Ja, das glaub ich. Ja. Wir haben Tobi Leute mal der Gute. Oh, was hab ich jetzt? Ich hab irgendwas getrunken gerade. Wasser? Keine Ahnung. So. Oh, tatsächlich sind übrigens die Felsen hier wieder normal geworden. Also die haben sich wieder zurückgesetzt, tatsächlich. Also das stimmt wohl. Und die Bäume sind auch nachgewachsen. Cool. Übrigens. Ja, das ist... Oh, das ist aber sehr gut. Das können wir gut nutzen. So. So, Palworld und Enshrouded kann man, glaube ich, bedingt miteinander vergleichen. Bei Palworld sammle ich Pelz, hier sammle ich gerade Steine. Also das ist, man sammelt viel, man baut viel, aber ansonsten sind es gerade zwei ganz verschiedene Games. Oh krass, Enshrouded 1 Million Spieler erreicht, geil, hä, wie cool. Ja, und ich glaube, eine Peak von 160.000 gleichzeitig. Nice. Hä, wie cool. 2 bei Steam sogar. Geil, deutscher Entwickler, super nice. Ja. Richtig nice. Oh oh. Komm doch her, wenn du was willst. Na los.
Komm schon, ja, komm schon, hä? Traust dich wohl nicht, hä? Ja, dem zeige ich. Das war ein epischer Kampf. So, Tobi, boah, hast gerade richtig was verpasst. So. Oh, ich habe XP bekommen, geil. Gerne. Nice. So. So. Ich nach Gollum braucht die deutsche Spieleindustrie das auch. Boah, ja, das ist hart. Hart, aber Herz. Ja, leider war. Leider war. Hast du es gespielt? Nee, du? Nee. Ich hab's mir nicht mehr gekauft. Also ich habe mich bis jetzt immer noch geweigert, da Geld für auszugeben. Nee, ich hab's auch nicht. Also ich hab's auch nicht. Ach, ich hab's auch nicht gekauft. Ich weiß, inzwischen ist es vergünstigt. Aber es waren immer noch 30 Euro oder so. Kriegst noch Geld dazu? Ich hole mir dann lieber Kies für die Kiesschleuder oder so. Ja. So. Ja, Piranha Bytes ist ja wahrscheinlich auch bald nicht mehr oder wie immer es da weitergeht. Man weiß es ja nicht genau. So. Ja, und heute kam doch raus, dass Embracer auch bei Eidos ordentlich gewütet hat, ne? Gewütet? Wie, was meinst du? Die hatten irgendwie ein Deus Ex in Entwicklung, was 2 Jahre in Entwicklung war. Das wurde jetzt gecancelt und auch Mitarbeiter halt geschreddert. Oh, shit. Ja, ja. Yep. Ja. Das Square Eidos verkauft hat. Das ist einfach ganz, ganz furchtbare Geschichte. Ganz furchtbare Geschichte. Das Gothic 1 Remake kommt noch, keine Sorge, das kommt trotzdem noch. Das ist nicht von Piranha Bytes. Ob das gut ist oder schlecht, werden wir herausfinden. So. Ja, momentan ist aber hart. Überall Layoffs halt, also wirklich überall. Nicht nur Gaming-Branche, generell IT-Branche auch. Überall also sehr viele Layoffs. Puh. Das heißt, es ist wahrscheinlich... After-Corona-Ding vielleicht einfach? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch Wirtschaft und so aktuell. Weiß ich, dass sie vielleicht durch Corona richtig gut Umsätze gemacht haben und jetzt sind die Umsätze halt nicht mehr so krass, weil die Leute allgemein vielleicht weniger konsumieren, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber schlimmer finde ich halt, dass alle momentan gefühlt entlassen und dass durch die schiere Menge schwierig ist, dass die ganzen Leute wieder irgendwo in Lohn und Brot stehen halt, ne? Dass die was Neues finden. Na, das ist krass. Also wenn du überlegst, wie florierend die Spielebranche eigentlich ist und dann passt das halt irgendwie gar nicht zusammen, ne? Ja. Das ist schon echt krass. Ja, und Embracer hatte doch nur in Anführungszeichen, diesen Riesendeal, der nicht zu wurde. Und seitdem auf einmal, bam, haben vorher alles gekauft, was in den Hintergrund fest war und auf einmal geht gar nichts mehr. Was war denn Embracer nochmal? THQ und sowas, ne? Genau. THQ hat noch gekämpft für Piranha Bytes übrigens. Das habe ich auch noch gelesen. Aber konnten Embracer dann auch nicht mehr überzeugen. Und was war diese andere große Firma? Da gibt's doch einmal, da wo Epic dazu gehört. Das ist doch die andere große. Meinst du Tencent? Ah, Tencent, ja, okay, genau. Ja, ja. Okay. Was bei denen ist, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Alles sehr unangenehm. Die sind ja einfach überall Teilhaber, die sneaken sich ja überall rein. Aber soweit ich weiß, machen die dann nicht viel. So, genau, die haben Anteile an Epic, denen gehört das nicht. Aber die haben viele Anteile an Epic. So. So weit weg. Steht auch direkt neben mir, hä? So, reicht das hier als Größe für eine Base? Habt ihr nochmal Steine gegeben? Oh, dankeschön. Ja, sieht doch aber nicht schlecht aus, oder? Ist das nicht ein bisschen zu überambitioniert? Weiß ich nicht, Quatsch. Kommen ja noch 5 Stockwerke drauf. Das ist dann übertrieben, aber jetzt gerade geht's doch. Ja, na gut, wir gucken mal, warte. Ja, hier. Mal gucken, wo das hinführt. Tencent ist der Inhaber von Riot Games. Apropos Riot Games, was ist eigentlich mit dem total krassen Game, was Minecraft übelst auseinandernehmen wird? Wie hieß das nochmal? Hytale? Hytale, genau. Hytale. Haben wir neulich noch drüber geredet. wo ist es? A, ist es sehr still gewesen und B, hatte Riot auch gleich gerade Layoffs, ne?
Ja. Nicht das, gut. Das ist gar nicht gut. Also ich weiß halt auch nicht so genau. Heiter hat die Engine im letzten Jahr gewechselt. Ja, ja, aber irgendwie dafür, dass am Anfang so viel zu sehen war, hört man sehr wenig davon. Ich glaube, darauf kann man sich einigen, glaube ich, oder? So. So, was sind da stehe ich gerade auf dem Schlauch? Wo kann ich meine Spitzhacke reparieren? Habe ich vergessen. Habe ich vergessen. In dem anderen Spiel wäre es am Repair Table, das könnte ich dir sagen. Aber das hier ist nicht das andere Spiel. Ah, in der Werkbank. Alles klar. Okay. So. Hup. So, Werkbank. Okay, alles klar. Dankeschön. Danke, Chat. So. Ich muss hier gerade eben erstmal das ganze Gras oben entfernen. Nicht wundern, ne? Falls ihr euch wundert, was ich hier mache. Ich versuche gerade den Hügel hier abzutragen. Und zwar so elegant, dass es exakt zum Haus passt. Nicht weiter, das muss... Obwohl doch, wir können ja hier rüber gehen. Easy. Stimmt, das ist ja verbunden. Oh, okay, krass, schön. Das wusste ich. Also wenn du einfach an die Werkbank gehst... Ja. ...werden deine Sachen alle repariert. Hä? Okay, geil. Du musst nur die Werkbank öffnen. Okay, das ist cool. Krass. So. Puh. Das sieht schon ganz gut aus, so. Ich glaube, so kann man sich auch in eine Hobbit-Höhle irgendwo reinsneaken, ne? Einfach Blöcke reinbauen und Blöcke rausbauen und schon hast du halt ein fettes Loch. Auch im Berg müsste es eigentlich gehen, glaube ich. Ist irgendwie cool. Also das Bausystem ist echte Shit. Na komm, ja. Umständlich. So. Na komm. Ja, manchmal ist es ein bisschen frickelig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wird schon wieder Nacht. So, das haben wir. Und dann bleibt noch die letzte Reihe. Dann haben wir es. So, ich baue mal von hier aus und dann können wir vielleicht daran anknüpfen. So. Eigentlich wollten wir auch leveln gehen, ne? Steh ich nicht. So. So. Ist das eigentlich, wenn die Welt zurückgesetzt wird, ja, wird dann auch der Loot zurückgesetzt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal gerade. Oh Mann, das war... Ach, das ist ein Stück Erde hier oben drauf noch, ne? Okay, ich lese gerade, ja, der Loot wird auch zurückgesetzt. Oh, okay. Das ist natürlich interessant, ne? So. Hopp. Das ist geil, ne? Das ist richtig geil, war. Ich bin's der Funk, ne? Kick dir das mal an. War Keule. Das ist saftig. So, okay. Sehr rot hier gerade. So, prima. Und damit haben wir uns hier direkt in den Berg reingesneakt. Gefällt mir gut. Sehr schön. Und jetzt können wir eigentlich, hier den Boden reinbauen. Das Fundament. So. Das wollte ich doch nur. Oh, es ist dunkel. Ich gehe mal schon nach Hause. Was willst du denn? Kennst du alle? Ehrlich, ich komme. Ich habe Angst im Dunkeln. Sehr gut. So. Da muss ich hier noch ein bisschen die Blöcke setzen. So. Oha, beinahe wäre ich da runtergefallen.
Das ist keine gute Idee. Wir können kurz die Nacht wegschlafen, oder? Ja, können wir machen. Komm, Tobi, leg dich mal hin. Hm? Der Moschus, Tobi, der Moschus. Großes Jumbo-Ei. So. Ich glaube, es ist morgens. Hab ich gut geschlafen. Und du, Tobi? Hast du viel Sauerstoffzufuhr? Total, ja. Ich fühle mich auch ein bisschen dreckig jetzt. Zu Recht, Tobi, zu Recht. Chat, wie viele von diesen Schmieden kann man haben? Von den Schmieden, nur meinst du von dem Typen, oder was? Ja, von dem Schmied, ja. Kann man den doch mal holen? Nee. Alle? Wie alle? Hä, was? Also kann man den Schmied doch nicht nochmal holen, oder? Nur einen. Okay. Schade. Ja, das hätte mich auch gewundert. Aber eine Base machen mit 100 Schmieden bevölkern. Aber da kommen bestimmt noch andere Leute, oder? Nicht genug für Eriks Pläne. Hä? Ich will doch einmal nur ein bisschen Stein. Wie hier gibt's denn Paldecks, hä? So. Ich will doch nur ein bisschen bauen. So. Okay. Ach, Tobi, wir sich Schmiede ums Bett herumstellen. Ach so. Tobi, wolltest du einen zweiten Schmied holen und den bei mir hinstellen, oder was? Nein. Dass der nicht so einsam ist halt. Tobi. Das Mobbing funktioniert hier nur in eine Richtung. Ja, ich merke das schon. Okay. Ich merke das schon. Es ist nicht lustig, wenn es mich betrifft. Grundsätzlich finde ich Mobbing gut. Ja, aber nur in eine Richtung. Oh, okay. Kann man sich hier durch die Wände hauen? Will ich das? Nee, ich will das nicht. Ich will, dass die Ruinen ganz bleiben. Im Hintergrund ist so ein Vogelsample, so ein. Das ist auch super bekannt aus vielen Spielen und so. Das kommt manchmal irgendwie und immer, wenn ich das höre, muss ich. Ich weiß nicht mal, an welches Game denken. So. Du könntest dich auch mal wieder rasieren, Gronkh. Ja? Weißt du, wen ich neulich. Weißt du, wen ich neulich rasiert habe? Deine Mutter. So. Tobi, du weißt es genau, ne? So. Ich habe mir gerade nur gedacht, ich hab mir das gerade im Kopf gedacht. So, weißt du, ich dachte, das kannst du aber halt nicht bringen. So. Ja, ja klar, das geht. Siehst ja, dass das geht. So. Schön. So, den Rücken. Okay. So, ich gehe jetzt mal wieder Steine machen. So, was diesem Spiel noch fehlt, ist einfach Pals, die Steine sammeln zum Beispiel oder abbauen, ne? Ja, man wird durch Palworld schon ganz schön faul, ne? Ja, gut, faul nicht. Man muss immer noch sehr viel machen für die Viecher, gefühlt. Ja, aber so halt, was das, ich sag mal, das Sammeln angehen, ist schon krass. Also, ne, dann will man das plötzlich in jedem Spiel haben. Ja, das stimmt. Und auch Viecher, die Dinge für einen erledigen. Das wäre. Ich überlege mir gerade so eine Minecraft-Mod, die das kann. Fände ich auch nice, ne? Oh ja, vielleicht auch, wo man Tiere in Arbeit bringen kann. In einen guten Job. Tobi, was? Ja, klar. So. Gibt es Mine Colonies, da hat man Dorfbewohner, die bauen und sammeln in Minecraft. Das hört sich gar nicht mal so unspannend. Cool. Das hört sich gar nicht mal so unspannend an. Das ist geil. Ne? Okay, ich schau mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier wirklich. Ich bleib mal beim Fundament. So, ist ja ein Keller da unten, ne? Wenn ich den jetzt hier weiter drüber baue. Hallo Tobi. Hey.
nur mal kurz gucken. Dann hat man hier, das wäre ein richtig geiler Lagerraum hier unten. Guck mal, Tobi, was für ein geiler Keller. Oh, war das jetzt dumm, dass ich das... Okay, ich guck gleich nochmal. Warte, ich komme. Ich finde es gut für den Anfang. Oh ja, nice. Ne? Hier über die Kisten rein mit unserem ganzen Stuff. Und niemand wird erfahren, was wir alles haben. Wie geil das hier unten auch halt, wenn man hier unten läuft. Finde ich schon ein bisschen cool, muss ich sagen. Ja, jetzt merke ich es auch. Stimmt, wenn man hier hinten ist, dann halt es auch einmal. Krass, das Spiel ist echt heftig. Warte. Wenn ich jetzt rausgehe, ist weg. Das ist ja geil. So bescheuert, ne? Ja, was denn? Die Mösse. Oh. So. Wir müssen nur irgendwie eine Treppe runterbauen, glaube ich, ne? Ich weiß, oder... Ja, aber das kriegen wir schon hin. So. Das hier in der Mitte wären dann quasi, ne, so Gärtchen mit einer Flamme und wir hätten dann außenrum unser Ding. Außenrum ist unser Ding, cool. Ja. Huch. Hey, Tobi, außenrum ist unser Ding, ne? Okay. Ich wollte gerade BC drücken, um die Wände abzubauen. Gut. Wie komme ich denn jetzt entfernen? Brauchen wir eigentlich auch Holz? Bestimmt bald. Okay. Warte, ich bin jetzt hier noch da. Ich sehe auch, wie der Baum da hinten wackelt und wegfliegt. Aber ich wollte, wenn die eh wiederkommen, ne? Ach, hier kann ich nicht entfernen, weil die Fenster da drin sind, ne? Das muss ich erstmal die Fenster entfernen, glaube ich. Die Fenster waren Objekte, die muss ich erstmal rausbauen, oder? Aufnehmen, genau. So. So. So, so, so. Oh, die Fenster echt nice fand. Die würde ich gerne weiter drin haben. Ja, ja. Allgemein, was man mit dem Bausystem so machen kann, ist schon wow. Auch den Kamin würde ich lassen, glaube ich. So, nicht kaputt machen. Doch, doch, doch. Wir müssen Sachen abbauen. Wir müssen Sachen abbauen, damit wir... Also Altes muss weichen, damit Neues kommt. Und vor allen Dingen, wir kriegen ja noch mehr Flammen, ne? Also wir kriegen noch mehr Bauorte. Das ist ja nur der erste hier. Haben wir den nicht letztes Mal schon geupgradet? Updated? Ja, wir haben die Flammen um einen gedingenst, glaube ich, ne? Gedingenst. Geil. So, das Problem ist, wenn ich zwei Sachen parallel spiele, ich muss mich immer erstmal an die beiden Bausysteme gewöhnen. Oder immer wieder umgewöhnen. Quasi. So, die Wand wird ein bisschen rausgesetzt und die hier auch. Ich würde sogar um zwei rausgesetzt. Warum? Irgendwas ist hier nicht richtig. Goldharz. Oh. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Nee, eins, zwei, drei. Oh. Aha. Hat da wieder gestümpert. Ja, hier ist wirklich gestümpert. Ekelhaft. Oh, shit, was mach ich denn jetzt? Das ist nicht symmetrisch. Das ist ja gar nicht symmetrisch. Oh nein, Tobias, was mache ich? Neu anfangen. Wir müssen neu anfangen. Komplett rein nochmal in die Story von Anfang an. Okay, gut. Bis gleich, ne? Neue Aufnahme. Ciao. Hä? Warum ist denn hier? Ich bin zu dumm, ich habe den Block weggemacht. Warte mal. Tobi, ich bin gleich wieder da. Warte mal. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Ich muss mit dem Bausystem halt echt noch klarkommen, ne? Warte mal. Nee, Terrain will ich nicht machen. Ich will hier. Früher hätte es das nicht gegeben. Der war das, ne? So. Aber dann Stein. Dann haben wir es wieder. Junge, 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 Junge. Okay.
Konzentration, Tobi. Jetzt mal bitte Konzentration. Dann Holz. Ich konzentriere mich. So. Ach stimmt, wir haben ja das Z auch noch, ne? Zum rückgängig machen. Wieso baut er das... Hä? Wieso will er den Boden reinbauen? Hä? Aber... Wieso will er in den... Nein. Oh. Gott. Okay, das geht. Hier macht das richtig, aber hier? Okay, so. Okay, ja, ich hab Einrasten ausgemacht erstmal. Das mache ich wieder an. Komm, jetzt. Über Einrasten statt Ausrasten, ne? Jetzt, Tobi, bitte. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Du kannst doch die Zuschauer jetzt nicht so belasten. So. Doch, die können das ab. Die wollen das, glaube ich, auch. Die Armen. Was müssen die alles ertragen, Tobi? So, okay. Und dann hier. Machen wir so. Dann hat man da ein kleines Eckchen vielleicht. Kann man es überlassen, theoretisch. Ja, Problem ist, dass das hier nicht symmetrisch ist. Das ist echt ein Problem. Das heißt, wir bräuchten theoretisch... Eine Doppeltür, Tobi. Du hast völlig recht. Wir machen eine Doppeltür. Ja, ich sag die ganze Zeit, aber du hörst mal einfach nicht zu. Obwohl, nee, das geht nicht. Nee, weil Tobi die Idee hatte, ne? Ja, ja, dann jetzt ist die schlecht. Nee, weil die Flamme ist ja nur so breit, wie sie breit ist. Dadurch wird es nicht symmetrischer, leider. Ja, Zwillis, danke für den Raid, hallo! Herzlich willkommen, hallo, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir haben hier gerade echt Probleme. Wir haben so Probleme.